So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Edna bricht aus. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen noch umgeschaut und jetzt sind wir hier gelandet bei dem Kontrolleur und wollten mit dem Kontrolleur reden und das werden wir jetzt auch gleich machen. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein, ich sehe gar keinen Zug. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäschelift-System. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Jetzt wissen wir zumindest, wo wir sind. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Ja, dann... Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Fragen wir mal, wer als nächstes dran ist. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Na toll, müssen wir die Nummer 2 suchen. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Ja, ganze 3 Stück. Okay, dann müssen wir mal mit dem Alumann reden. Vielleicht kriegen wir ja seine Karte. Aber du hast mal System beleidigt. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die 3 genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Okay, jetzt reden wir doch nochmal. Guten Tag. Die Forsch... Ja, das hatten wir ja schon, Frag mal nach. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! Ja, vielleicht wäre der Mann nicht nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's Arschgranate! Der Arme. Naja, gehen wir mal raus. Kommen wir hier erstmal nicht weiter. Lass mal gucken, ob wir einen Fahrschein bekommen. So, jetzt gucken wir erstmal, wie wir nach hinten. Okay. Fingerfood. Nehmen wir doch was mit. Ich will nicht gleich alles nehmen. Ah, das ist ein Lichtschalter, den benutzen wir erstmal. Nutze den Lichtschalter. Überraschung! Huch! Ist sicher Petra. Aber jetzt habe ich mal Pokis Kommentar an. Ja, ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so. Da ganz alleine immer, halt immer brav rausspringt aus dem Luca-Bäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen und nervigen Charakter so, auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie die Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen draufsetzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt.
eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten. Fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bowle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere, aber dass Edna sie partout nicht leiden kann. Das ist der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht das halt eigentlich nur noch interessanter. Naja, dann reden wir doch mal mit Edna. Mit Petra. Ja. Sag mir mal, wer du bist. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Und was treibst du hier? Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wo sind die anderen Gäste? Hallo. Es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Okay. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Oder dem Kaffeeraum. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Huch, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind 3 Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Vielleicht ist sie ja immer noch drin. Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Okay, was ich mir auch... Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drogelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Oh nein, die will uns unseren Drogelbecher wegnehmen. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Vielleicht kennt der einen Weg raus. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im 2. Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, Gut zu wissen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Da musst du mal aber viel schwören. Okay, feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst.
Mal sehen. Okay, jetzt schauen wir mal, was hier noch. Fingerfood. Sehen wir uns das mal an. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Wow. So manche hätten noch. Mal einen Dip an. Bohnendip. Direkt auf der Toilette serviert. Sehr ökonomisch gedacht. Vielleicht können wir ja den Bohnendip mitnehmen. Juhu, und wir nehmen noch Fingerfood. Ich will nicht gleich alles nehmen. Okay, aber wir reden mal mit dem Fingerfood. Na, ihr Appetithappen? Es bricht sich Appetithappen. Wir benutzen mal. Ich kann auf der Toilette nichts essen. Ist so ein Tick von mir. Mal was Normaleres. Was soll ich denn zum Dip? Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit... Das hatten wir ja schon. Aber wir könnten doch den Ketchup zusammen mit dem Fingerfood. Ich gebe etwas davon in diesen Pudding hier. Yeah, und jetzt noch ein bisschen Zimt rein. Ich gebe etwas davon in diesen Pudding hier. Ja, das hatten wir schon. Was haben wir hier hinten noch? Petra, Deko. Licht machen wir mal wieder aus. So, und wir gehen. Petra, tschüss. Und auf Wiedersehen. Dann gehen wir noch in den nächsten Raum an. Und wir hören uns noch Pokis Kommentar an. Ja, wir befinden uns nun in dem Raum der Beschäftigungstherapie, wo wir auch an meiner Lieblingscharaktere mal wieder treffen, und zwar den Bienenmann. Ja, der Bienenmann ist halt so ein bisschen eins der, für mich persönlich, so ein bisschen zu einem der Symbole für Erna Bricht ausgeworden. Also als Charakter trägt so irgendwie die ganze Stimmung, weil er halt irgendwie diese Schere zwischen Albernheit und Ernst halt irgendwie in seiner Person vereint. Ich liebe den Dialogpart, wo Edna, also ist, glaube ich, auch eine obskure Item-Reaktion, die man gar nicht unbedingt machen muss, wo Edna und der Bienenmann das Wort Opossum durchdeklinieren, weil sie sich darüber streiten, wie die Mehrzahl von Opossi ist, und dann fangen sie halt an, von vorne durchzudeklinieren, weil beide halt offensichtlich eine gute Lateinausbildung haben. Opossum, Opossi, Opposso, und dann korrigieren sie sich und es entsteht dieses Wortgemenge aus Opossi, Opossorum, das halt niemand mehr so richtig nachvollziehen kann, außer die beiden, das ist total logisch, das ist schön, bis sie halt nachher irgendwie in irgendwelche Fantasieworte, also aber als wäre es abgesprochen zwischen den beiden, halt irgendwie abgleiten und halt einfach irgendwelche plötzlich in Obladi, Oblada reinrutschen, so, und beide machen es einfach kommentarlos mit. Das ist schön. Hier erkennt man in dem Raum übrigens auch, dass ich die Objektkommentare und auch die Grafiken der Verwüstung sozusagen tatsächlich zu einem viel späteren Zeitpunkt erstellt habe, nämlich nach Firmengründung von The Delic. Denn wenn man den Kugelschreiber mit der Leinwand im Hintergrund benutzt, zeichnet Edna eine Fee mitunter. Ich glaube, es gibt sogar drei unterschiedliche Sachen, die man ranzeichnen kann, aus irgendeinem Grund, oder je nachdem, was man als erstes macht. Aber sie kann auch eine Fee an die Leinwand zeichnen. Und das ist sogar schon die Fee, die nachher auch bei uns im Spiel ist. Was recht erstaunlich ist, weil es ja noch recht zu Beginn der Firma gewesen sein muss. Und dafür, dass das Spiel so spät rauskam, krass. Das Allerwichtigste in diesem Raum für mich ist allerdings das Kunstwerk mit dem Generalschlüssel. Das ist einfach eine unglaublich dreiste Idee, glaube ich, dem Spieler gegenüber. Es geht ja im ganzen Spielteil darum, den Generalschlüssel zu finden, und da baumelt halt einfach ein Generalschlüssel dran, und weil Edna halt nun mal ein Charakter ist, die Kunst respektiert, wird sie ihn halt nicht anfassen. Die ganze Kunst dieses Generalschlüssels besteht ja darin, dass er dort frei baumelt, aber dadurch, dass er halt Kunst ist, man ihn halt nicht anfassen und mitnehmen kann und benutzen kann, wie er eigentlich ist. Und das macht das Kunstwerk halt nur noch genialer und bringt Edna noch mehr dazu, ihn halt nicht zu nehmen und ihn nicht zu benutzen. Je mehr sie ihn benutzen will und halt eigentlich tatsächlich mitnehmen will, desto genialer wird das Kunstwerk, und es bleibt immer ein Stück stärker als sie. Ich glaube nicht, dass es irgendein Spieler mitgemacht hat, dass irgendjemand den Gedanken dahinter halt irgendwie tatsächlich... ich glaube, die meisten haben sich einfach geärgert. Aber ich finde es einfach sehr schön.
Danke, Pogi, dass du uns schon vorgewarnt hast. Und den Bienenkönig werden wir dann in der nächsten Folge reden. Oder Bienenmann, nicht Bienenkönig. In der nächsten Folge reden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.